Und hello, Tag 5, aua, vor Tag 5 heute. Boah, also das Wochenende ist eigentlich so ein bisschen frei für uns. Das heißt, lernen, 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 Leute. Theorie. Theorie ist bei mir wirklich, ich bin noch nicht ready. Und die Prüfung ist also Sonntag haben wir noch, Montag, Dienstag und am Mittwoch ist die Theorieprüfung, Leute. Ich muss so Gas geben. Ich werde mich jetzt hinsetzen, werde mir alles in meinen Kopf. In meinem Kopf merken und ja, das mache ich dann heute und morgen. Ich bin so, weiß nicht, ich bin irgendwie aufgeregt. Das ist so. Und alle anderen sind auch so gut und ich denke mir so, Ich weiß nicht, aber bei mir sind es halt wirklich so Leichtsinnsfragen und ich habe halt auch Prüfungsangst, ne? Das ist halt so ein Ding. Mal eine Erklärbär. Nee, dann hast du das auch getragen. Kreisverkehr. Was musst du beachten? Man darf nur rechts reinfahren, man darf nicht wenden, man darf nicht halten und parken, man muss beim Ausfahren blinken. Was gibt's noch? Rückwärts darf man darf nicht über die Mittellinie, also über die Mittelinsel rausfahren, außer dein Fahrzeug ist es größenbedingt, muss das drüber. Das ist das Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches. Was musst du beachten beim Rausfahren? Die anderen haben Vorfahrt. Wie schnell fährst du immer? 30. 10. 10. Schrittgeschwindigkeit. Wenn der Pfeil an einer Ampel ist, darf ich direkt fahren, ohne. Also rot, also nee, warte. Wenn der dann bei grün unten ist und der Pfeil an der Ampel ist, dann darf man direkt fahren, Ja. ohne auf den anderen Du darfst auch Verkehrsmittel. geradeaus fahren, wenn die Ampel grün ist? Nee. Nur nach links. Bevor jetzt gleich schon wieder gefühlt die Sonne untergeht, mal ein kurzes Update. Ein kurzes positives Update, Leute. Ich habe jetzt so in den letzten Stunden 10 Prüfungssimulationen durchgemacht. Ich habe die Hälfte davon bestanden. Ich finde, das ist doch schon mal ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Guck mal, mein Lerntisch. Wasser, 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 Zettel, Zettel, Zettel. Wie sieht's aus? Ich mache jetzt auch mal direkt weiter. Aber ich freue mich, weil es macht irgendwie sogar Spaß, wenn man die dann besteht, ne? Ich, Marco, stehe jetzt hier und mache für ich nenne sie meine Kommilitonen-Fahrschüler, die das in 7 Tagen machen, das Mittagessen. Da es der letzte Kurs ist im Dezember, wir nennen das gerne der goldene Kurs, machen wir eine Art Weihnachtsessen. Das heißt, selbstgemachte Klöße, selbstgemachtes Rotkraut. Also ich habe echt noch hier den Rotkohlkopf, nichts mit Schraubglas oder sowas. Und hier brate ich gerade an Hähnchenkeulen. Also machen nicht Entenkeulen, wir machen Hähnchenkeulen. Das geht darum, der eine ist das nicht, der nächste ist das nicht. Und da gibt es dann, wenn es wirklich fertig ist, Klöße, Rotkohl und Hähnchenkeulen mit Soße. Ich muss jetzt Deckel drauf machen, dass das mal hier überall brandblasen geht und dann die schönen Tattoos sind weg kaputt. Messer muss natürlich scharf sein, ja? Und zwar, warum brauche ich jetzt ein scharfes Messer? Da hier so Späne entstehen, ne, mache ich einfach mal in der Schürze, dass wir das dann in der Zwiebel drin haben. Also es geht um Zwiebelschneiden. Wichtig ist, halbieren. Und dann ist einmal die Wurzel und hier ist offen. Da ist dann dieser lange Strunk dran. Und hier wird die Zwiebel gehalten. Deshalb, man kann sich auch merken, von hellen ins Dunkle rein. Halte ich die so fest und führe das Messer hier. Aufgepasst. Da wir jetzt Würfel wollen, einmal für längs. Und dann tatsächlich, man muss gar nicht hingucken. Jetzt schaut euch an, was das für Würfel sind. Geil. 16, 17, 18, 19, 20. Fast, aber 20 kann man reintun. Den Deckel kippt mal ab. Das Spaghetti Carbonara. Mit Gemüse. Nicht mit Knackwurst, mit Gemüse. Weil wir haben nämlich auch welche dabei, die essen kein Fleisch. Carbonara ist eigentlich mit Speck, Schinkenspeck.
Und da habe ich mir gedacht, warum Schinken nicht weg? Es geht auch mit Gemüse, man sieht Paprika, Möhre, Zucchini. Oh, ist das geil. Das ist richtig geil. Ganz wichtig für die Augen. Das sehen, damit unsere lieben Fahrschüler die Verkehrszeichen sehen. Ja, guten Appetit, ne? Lass es schmecken. Beste Fahrschule der Welt. Gute Kommentare bitte, ja. Haben bis jetzt alle 1000 Schüler bestanden. Das werden wir jetzt auch schaffen. Der Tag wird gleich hier und jetzt enden. Also wir haben heute eigentlich wirklich nur gelernt. Wir haben uns für die Theorie vorbereitet. Und ja, also ich muss auch echt sagen, wir hatten ja wieder die Theorie-Vorprüfung vorhin und ich hatte einfach, ich habe die heute mit 0 Fehlerpunkten bestanden. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Voll crazy. Also ich habe heute ganz, ganz oft Prüfungssimulation richtig gehabt. Ich freue mich sehr. Jetzt geht's aber schlafen. Morgen geht's um 7.30 Uhr wieder los. Ich freue mich voll aufs Autofahren. Also gute Nacht und bis morgen. So, Laura. Ja. Wir werden die Fortprüfung machen. Ja. Nach denselben Kriterien, die der Prüfer die auch macht. Ich sage nur an rechts oder links. Mhm. Es gibt auch mal Ortsangaben. Mhm. Ansonsten geradeaus. Okay. Klingel es an, ja? Jawohl. Gut. Auf los geht's los. Zur Ausfahrt hin und immer rechts abbiegen. Ja. Nächste Straße rechts, das ist Lido, Lidl? Nee. Netto. Netto. Wenigstens können wir lesen, das ist noch. Netto hat einen Parkplatz. Da steuern wir erstmal schön drauf zu. Dann hätte ich gerne einparken, wie du möchtest, wie du kannst, am besten. So wie einkaufen wollen. Okay. Ja? Ich würde, glaube ich, hier reingehen. Solange die Mutti was am Einladen hat, bleibt er sicherlich stehen. Schön, dass du links schaust. Auch. Sie ist auch schon im Auge. Wir bleiben erstmal stehen. Dreht er sich wenigstens mal zu uns rum. Gut, wenn er nicht fertig ist und bleibt noch stehen, dann fahren wir wieder links zu der Ausfahrt hin. Okay. Der fährt jetzt los. Ja, ich glaube, der fährt. Das Parken ist erledigt. Mein Gott. Ja, ältere Herrschaften müssen nicht unbedingt so sicher sein. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was sie veranstalten. Dann nehmen wir mich jetzt mal nicht aus. Eigentlich auch, wenn wir fahren wollen, wohin? Und quatschen, dann fahre ich aber falsch. Mhm. Aber rechts aus. Rennen die alle in das kleine Auto rein? Das passt, das passt.
Wir haben ein Stoffdach, das hat eine Beule. Oder zwei. Ja. So, und dann die nächste Möglichkeit. Nach links. Jetzt haben wir den neben uns, der hinter uns ist. Ja. Ja, immer weiter. Und wie ist das Empfinden nach der Prüfungsstrecke jetzt? Ja, also das einmal einpacken hat ja nicht so gut geklappt. Da habe ich mich auch verschätzt. Sehr verschätzt. Übungssache. Ja. Geschwindigkeiten, Vorfahrten, umschauen. Fahrbahnmarkierung, Ampeln. Na gut, oder? Okay. Solche elementaren Sachen sind nicht passiert, das stimmt, ne? Ja. Mit der Einbahnstraße beim ersten Mal hat der Marco geholfen. Zur Prüfung gibt es das nicht. Eigentlich des Fahrlehrers gibt es nicht. Längst dann fahren wir. Ob der Prüfer, der die zweite Chance dort gibt, nochmal lang zu fahren oder überhaupt noch eine Einbahnstraße zu finden, damit du dich beweisen kannst, das weiß ich nicht. Also ein Anrecht besteht nicht. Ja. Aber heißt, machen sie schon, weil die sind doch wohlgesonnen. Also die wollen eine gute Bewertung machen im Sinne, viel Leistung gebracht in der Zeit, also soll sie anerkannt werden, aber es muss die Leistung auch kommen. Ja. Gut, also ich denke, du hast gute Voraussetzungen. Die Prüfung ist im Prinzip erreicht, die Modalitäten sind alles soweit erfüllt. Ja. Mit dem, was wir uns unterhalten haben, bist du auf dem richtigen Weg. Jo, also ich hatte jetzt gerade meine praktische Vorprüfung, Leute. Entweder ihr habt die Videos gerade schon gesehen oder ihr bekommt die gleich zu sehen. Und es lief, also so an sich, ich bin mir richtig sicher auch im Straßenverkehr, auch mit den Schildern, mit der Vorfahrt und so. Das Einparken hat mir vorhin noch so ein bisschen Probleme bereitet, aber es wird schon. Übermorgen, wir haben noch bis übermorgen Zeit, wir fahren später nochmal, wir fahren morgen nochmal mit dem Auto und dann üben wir einfach das. Das ist halt richtig geil, weil jetzt durch die Vorprüfung weiß ich einfach, wo ich noch Probleme habe. Das klappt schon. Also ich mache mir, wie gesagt, eher Kopf über die Theorie, nicht über die Praxis. Ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass ich die Fahrprüfung, also die praktische Prüfung direkt nach der Theorie habe, weil dann hat man es und ja, muss dann nicht noch eine Nacht irgendwie schlafen und drüber nachdenken, macht sich dann die ganze Zeit Gedanken, deswegen ist schon top. So, ich lerne jetzt weiter, schnapp mir mein iPad und dann geht es in einer Stunde auch schon los in den Theorieunterricht. Es ist jetzt mittlerweile schon wieder 22 Uhr und ich sag mal so viel. Heute habe ich ab und zu mal 0 Fehlerpunkte, dann habe ich ab und zu mal wieder 15 Fehlerpunkte. Es ist alles nicht so easy, ey. Boah, morgen haben wir übrigens eine theoretische Vorprüfung. Da treffen wir uns dann alle unten und da müssen wir auch wirklich unseren Personalausweis und so vorlegen und setzen uns dann an Tische, also so wie wirklich die Prüfung dann stattfinden wird, übermorgen dann schon. Das haben wir morgen früh um 7.30 Uhr, deswegen gehe ich jetzt mal schlafen, schmink mich schnell noch ab, mache noch so 3 Prüfungssimulationen oder so, lege meine Lernzettel unter mein Kopfkissen und dann gehe ich schlafen.